Hallo meine Lieben, ja, willkommen zu den Lesemonaten Januar bis Mai vom Mar. Ja, und wir haben es jetzt euch leichter gemacht. Ihr könnt jetzt direkt auf die einzelnen Cover klicken und kommt direkt zu der Buchbesprechung in Anführungsstrichen, könnt hören, was sie dazu zu sagen hatte. So machen wir es euch leichter, wenn ihr mal keine Zeit habt und trotzdem euch schnell informieren wollt. Ja, ansonsten startet, nachdem diese Lesemonatsbilder eingeblendet wurden, sofort das gewohnte Video, so wie ihr es kennt. Ja, diesmal ist es ein bisschen mehr geworden. Die Bücher mit den Kronen, das sind immer ihre absoluten Highlights, wie im Januar Monsieur Pamplemousse von Michael Bond. Ja, im Monat Februar, wie ihr sehen könnt, war das Leser-Highlight Die heimliche Affäre von Jan Hagner, ein historischer Roman. Es ist eh sehr historisch geworden in dem Monat. Hier im März sieht es bereits wieder anders aus. Dafür hat sie hier 4 Leser-Highlights und wie ihr sehen könnt, um Nummer 8 liegt noch so ein goldener Schein, weil es ihr absolutes Highlight war, was sie jedem empfehlen kann. So, kommen wir zum April. Ja, der April sind 5 Bücher. Wie ihr seht, Shades of Grey, das haben wir schön zusammengepackt. Und sie hat sie ja auch nacheinander gleich durchgezogen. Aber ihr absolutes Highlight hier, Stich ins Wespennest. Kommen wir zum Lesemonat Mai. Das ist nicht viel geworden, das sind nur 3 Bücher. Und ja, das Lesehighlight, wie ihr sehen könnt, Liebe kommt auf sanften Pfoten, ein Hunderoman. So, und jetzt startet die Monatsübersicht und ich gebe ab an Mom. Ciao! Ja, hallo. Lang, lang ist es her, dass es von mir eine Monatsübersicht gegeben hat. Jetzt bekommt ihr gleich 5 direkt geliefert. Also im Grunde genommen fast Halbzeit dieses Jahres ja auch schon wieder. Der Januar, der Februar, März, April, Mai. Alle Bücher, die ich in dieser Zeit gelesen habe, stelle ich euch hier jetzt einmal kurz vor. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich habe hier nun mal nicht das allerbeste Namensgedächtnis, dass mir vielleicht der eine oder andere Name wirklich entfallen ist oder ich vielleicht sogar einen falschen nehme. Ich hoffe, es geht alles gut. Ich gebe mir jedenfalls größte Mühe und ich hoffe, ihr habt viel Spaß an meinen Büchern, so wie ich das ja auch gehabt habe. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ja, der Januar startete mit einer Lady, mit Agatha Christie. Meine gute alte Zeit, die Autobiografie einer Lady. Agatha Christie muss man ja eigentlich nicht viel zu sagen, jeder kennt sie. Das Buch ist sehr, sehr schön geschrieben, hat mir gut gefallen. Gibt auch wirklich einen tollen Einblick in die Zeit damals. Aber wenn ihr jetzt, gut, wir haben schon so viel über Agatha Christie hier geredet. Ich verlinke euch unten in der Infobox aber auch nochmal das Video, das es dazu schon gibt von uns. Und ja, mir hat das sehr, wesentlich besser gefallen als die andere Biografie, die ich von ihr hatte. Ein wirklich schönes Buch, kann man super gut lesen, ist auch einfach zu lesen, ist es nicht irgendwie, wer weiß wie schwierig. Dann habe ich gelesen von Michael Bond. Monsieur Pamplemousse greift ein. Michael Bond ist ja der Vater, ich glaube, vom Paddington Bear. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Verkehrtes. Ja, Sina nickt freundlicherweise. Es ist der Vater vom Paddington Bear. An dieser Stelle auch viele Grüße von Sina. Ja, viele Grüße von mir. Ihr hört mich jetzt nur als Stimme aus dem Off. Genau, ich kann Sina. Mich dann jetzt ja auch immer einschalten. Ich kann ja also behilflich sein. So ist es schön. Ja. Darauf pflege ich nämlich Wert. Sina ist ja mein besseres Gedächtnis. Sie weiß dann immer noch Sachen, die ich nicht mehr weiß. Und ab sofort die Geisterstimme. Und die Geisterstimme. Ja, also nicht erschrecken, wenn da Sinas Stimme kommt. Es ist kein Geist, es ist wirklich Sina. Ja, von Michael Bond, Monsieur Pamplemousse greift ein Kriminalroman für Feinschmecker mit vielen Rezepten. Das Buch musste ich natürlich haben. Erstens sieht es cool aus. Zweitens, also ihr könnt das nicht sehen, aber Messer und Gabel glänzen silbern, hat er einen Bluthund. Und dieser Bluthund heißt Pomfret. Ja, und Monsieur Pamplemousse reist in ein super Restaurant. Leider ist da, ich weiß nicht, der Saucier, glaube ich, einen von diesen super mega tollen Köchen, der ist jedenfalls abhanden gekommen. Und Monsieur Pamplemousse, Aufgabe ist es jetzt, diesen Koch wieder ranzuschaffen. Denn ganz, ganz wichtiger Besuch steht an, von nationalem Interesse und da darf wirklich nichts daneben gehen. Und da gibt es noch so ein komisches Internat mit Mädchen. Ob da so alles wirklich mit rechten Dingen zugeht,
Das müsst ihr selber herausfinden. Ich fand es jedenfalls sehr unterhaltsam, hat mir auch sehr gut gefallen. Man hat es wirklich Spaß gemacht und diese Misshandlung an der Seite, das ist ja Rebuy gewesen. Genau, weil Rebuy hat ja irgendwie jetzt neue Kleber gehabt, oder ich weiß nicht, ob sie die jetzt noch haben, aber wie ich es gekauft habe, hatten die diese fürchterlichen Kleber und man kriegte von allen Umschlägen, die ja so strukturiert sind, bekam man das einfach nicht richtig ab und da sind, ich habe es auch von anderen gehört, wirklich diese tollen, schönen Cover, ich hätte weinen können, sind leider so ein bisschen demoliert. Und ich hatte ja auch gleich vorsichtshalber mir noch Nachschub geholt. Ne? Hamster, der ich bin. So, dann habe ich hier von Victoria mein Leben Cynthia Harrod Eagled. Ja, Victoria, ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle, Queen of England und die Großmutter vieler Staatshäupter, würde ich mal so sagen. Was war das für eine Frau? Das ist auch sehr, sehr gut geschrieben. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Victoria ist ja sowieso eine Person, die ich sehr gern mag. Wir haben ja auch den Film gesehen, Young Victoria, Sina und mein Steckenpferd, ja sowieso das Haus Windsor und natürlich überhaupt das ganze englische Königshaus. Ja, also wer sich mal mit Victoria beschäftigen möchte, ich meine, ja, es ist ja halt aus ihrer Sicht geschrieben. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt in Tagebuchform? Also auf alle, ja, ist, man kann sagen, in einer Art Tagebuchform. Immer mit. Überarbeitet sie nicht ihre Tagebücher? Ja, genau, sie überarbeitet auch ihre Tagebücher. Die sind ja auch so ein bisschen schön geworden. Sie hat das ja wirklich, wirklich gemacht, dass sie die dann ja nochmal überarbeitet hat. Ist sehr, sehr schön geschrieben über ihre Ehe mit Albert, der großen Liebe. Ja, die Premierminister, die kommen und gehen und eben ganz viel Victoria. Ist ein sehr, sehr schönes Buch. So. Ach, ich bin ja richtig schnell heute. So, dann habe ich hier von Mark Logue und Peter Conradi The King's Speech. Ihr kennt sicherlich den Film oder vielleicht habt ihr ihn gesehen. Es war ja der arme Bertie, der von Colin Firth dargestellt wird, der dieses Problem hatte, dass er arg gestottert hat. Dieses Stottern war natürlich damals ein riesengroßes Problem. Ein König, der stottert, den hat man nicht gerne auf dem Thron gesehen. Es blieb ihm aber nichts anderes übrig. Da sein Bruder ja wegen Wally Simpson die Krone mal gerade locker zu ihm rübergereicht hat und er war auch eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, König zu werden. Und dann hatte er auch noch dieses Sprachproblem, der arme Junge. Ja, ich weiß nicht, er hieß nicht Mark Logue. Mark Logue ist ja der Enkel von, genau, er heißt Lionel. Mark ist der Autor, ist der Enkel von Lionel Logue und er hat dem König eben ermöglicht mit Sprechübungen, dass er wirklich seine Reden halten konnte. Die beiden haben sich, wenn man mit einem König befreundet sein kann, dann traf das sicherlich auf die beiden zu. Ist ja ein bisschen schwierig mit den Royals, damals ja noch schlimmer als heute. Ja, und es ist wirklich ein sehr schöner ja, Roman ist es ja nicht, ein sehr schönes Buch über den Stotterkönig und seinen Helfer, der ihm da wirklich durch diese schwierigen Zeiten geholfen hat. Es ist aber auch ein sehr schönes Porträt über die Zeiten der Zweite Weltkrieg und die Zeit davor, wie hat dieser Mann sich entwickelt. Es ist wirklich lesenswert. Und wer den Film gesehen hat und immer noch neugierig ist, sollte da auf alle Fälle mal genauer hinschauen. Ja, das war schon der Januar. Der ein Blitzjanuar, sage ich euch. So, jetzt kommt der Februar. Der Februar fing für mich ziemlich langweilig an. Und ich muss es gestehen, ich habe mich da ein bisschen durchgekaut. Von Paul Frischauer, Leonardo da Vinci, Das Leben eines Genies. Es ist ja halt auch ein Roman, aber er war, also entweder war Leonardo da Vinci ein fürchterlich langweiliger Mensch, ich nehme es bald an, oder aber dieses Buch ist einfach langweilig, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe jedenfalls so ein bisschen die Freude an Leonardo da Vinci wirklich verloren. Ich fand das einfach sehr, sehr langweilig und ich habe mich da wirklich durchgebissen. Sie hat geklagt und sie hat gezetert. Ich habe geklagt, ich habe gezetert, aber ich habe gedacht, okay, du hast das jetzt angefangen, du ziehst das jetzt durch, vielleicht wird es ja irgendwann besser. Das war so die Hoffnung, die immer noch in meinem Hinterstübchen war. Hat sich rausgestellt, wurde es leider nicht. Also ich halte mich dann wahrscheinlich doch lieber an den Da Vinci Code oder sowas. Da ist dann wenigstens so ein bisschen Action und ein bisschen Spannung. Da war jedenfalls Spannung gleich
Null. Und vor allen Dingen, er war kein eckiger und kantiger Charakter, der mal zum Lachen gebracht hätte oder der irgendwelche Anekdoten gehabt hätte, die sie interessieren, ne? Ja. Ja, das ist eigentlich Sinas Steckenpferd. Und Sina meinte wohl, es wird Zeit, dass ich mein Wissen diesbezüglich auch ein bisschen aufstocke. Was alles in ein Leben passt, zwei Königreiche und jede Menge Männer, Eleonore von Aquitanien. Ja, es war ja eine sehr schlaue Frau, mit ihren ganzen Intrigen und Söhnen und ihrem lieben Gatten. Das war schon ein sehr bewegtes Leben. Ich habe es gerne gelesen, hat mir Spaß gemacht, hat mir Einblicke gebracht. Eigentlich ist Sina ja die große Aquitanien-Eleonore Fan oder jedenfalls in diesem Hause für sie zuständig. Aber ich habe es nicht bereut. Ein wirklich schönes Buch, wenn man sich mal mit dieser wirklich sehr interessanten und sehr schlauen Frau mal beschäftigen möchte. Es ist vor allen Dingen wieder in Tagebuchform geschrieben. Das ist keine reine Biografie, sind aber auch trotzdem biografische Aspekte mit drin. Aber man kann es locker, flüssig und es ist, glaube ich, auch humorvoll geschrieben, ne? Ja, es ist wirklich sehr, sehr angenehm zu lesen. Man kann es so in einem Schwung weglesen und das war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, dass Mar das lesen soll. Die Reihe ist übrigens allgemein sehr gut. Rebellische Frauen schreiben immer unterschiedliche. Aber List, glaube ich. Nee. Nee, das war das Langweilige. Nein, du hast gerade The King's Speech draufgepackt, Mar. Okay, jetzt will man hier so darunter. Also das ist erschienen bei List, genau. Also die Serie ist wirklich gut, sehr zu empfehlen. Ja, ich habe noch Edith Piaf, ich habe ein Buch über Colette, ich habe ein Buch über Emilia Earhart, über die Vulpios aus der Reihe. Alles bis jetzt nur angelesen, aber ich kann die Reihe wirklich absolut empfehlen. Ja, dann kommen wir zu Mark Twain, das Tagebuch von Adam und Eva. Mark Twain finde ich persönlich äußerst unterhaltsam. Die Person an sich, der Mann gefällt mir irgendwie, er war ja voller Ecken und Kanten. Und er hat sich hier mal beim Tagebuch von Adam und Eva ein wenig ausgelassen. Und zwar so die Sicht von Adam auf Eva. Ich glaube, er mochte sie nicht wirklich. Und es ist halt so, Mann und Frau, da tun sich schon so ein paar kleine Gräben auf. Und er hat die noch ein bisschen ausgehoben, um wirklich zu zeigen, da sind die Unterschiede. Und dass Adam garantiert nicht völlig begeistert war, von Eva den ganzen Tag vollgequatscht zu werden. Eva hätte es sich gerne auch bestimmt anders gewünscht. Und so erzählt die eine Hälfte des Buches erzählt Adam über Eva und die andere Eva über Adam. Aber wir wissen ja, hätte es Adam und Eva nicht gegeben, würde ich nicht hier sitzen, würde Sina hier nicht sitzen und ihr wahrscheinlich auch nicht, zumindest wenn man der Bibel Glauben schenken darf. Aber es ist wirklich sehr humorvoll. Es ist eben ein schmales Büchlein, hat man ratzfatz durch und ganz witzig, finde ich. So, dann habe ich mal wieder einen historischen Roman mit, historischen Persönlichkeiten als Protagonisten. Und vor allen Dingen Suchtfaktor. Ich habe sie davon nicht weggekriegt. Ja, also ja, in diesem Buch habe ich wirklich geklebt. Es ist Die heimliche Ehe von Diane Heger oder Diane Heger. Und dabei wollte sie nicht rangehen, weil bei Amazon so schlecht abgeschnitten. Ja, und ich verstehe das gar nicht. Also ich meine, das muss doch nicht immer staubtrocken sein. Und es war sehr amüsant. Es ist halt die Geschichte des Prinzregenten und seiner großen Liebe Maria Fitzherbert. Ja, sie war ja nun mal nicht gerade standesgemäß und er hat sie ja auch schön versteckt. Und ja, es ist wirklich eine verbotene Liebe, eine Ehe, die ja auch nicht so ganz einwandfrei war. Zwei Menschen, die eigentlich super gut zusammengehört hätten, wenn da nicht das Königreich und alle Leute irgendwie etwas hätten mitzureden gehabt. Es ist halt geschrieben wie ein Unterhaltungsroman. Genau. Es ist so wie so ein Frauen-Kitsch-Roman wie Julia Quinn und Co. Es ist schon, ja, es ist so diese typische Regency. Hat sogar Sexszenen drin, ne? Ja, es ist wirklich sehr unterhaltsam, sagen wir das mal so, und man hat danach noch ein bisschen Wissen abgestaut. Kann ja nicht schaden. So, dann habe ich hier von Elizabeth Hickey, Der gemalte Kuss. Hier geht es, das sieht man unschwer, es geht um Gustav Klimt und um seine Muse. Die war ja Modedesignerin. Flöge. Ja, Emilie Flöge.
Das ist halt die Geschichte von den beiden, wie sie sich kennenlernen, wie er ihr für sie ja auch teilweise Kleider mitentworfen hat. Es ist ja die Rede davon, dass sie und Klimt eben auf diesem Bild zu sehen sind, der gemalte Kuss. Ob das so stimmt, das weiß ich nicht. Aber es ist wirklich auch sehr schön geschrieben. Wenn man mal einen guten Überblick haben möchte über die Künstlerszene Wiens zu dieser Zeit, ist das mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl, die man treffen kann. Man bekommt da wirklich eine sehr, sehr gute Einführung. Ja, das geht mit den Künstlern, geht es jetzt weiter. Ihr seht, das war der Monat der historischen Romane mit Bezug auf historische Persönlichkeiten. Und da wären wir gleich beim nächsten. Lea Singer, Verdis letzte Versuchung zum 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi. Ja, und dieses zeigt jetzt einfach mal Verdi als Mann. Es ist halt eine Dreiecksbeziehung, die er da hat, seine Ehefrau, und er verliebt sich dann auch in eine Sängerin. Dreiecksbeziehungen gehen in der Regel eigentlich nicht so gut aus. Ob die drei den Bogen gefunden haben, das müsst ihr selber feststellen. Ich habe mich dann auch zwischendurch auch immer mal gefragt, wie würdest du da jetzt reagieren, wie würdest du da stehen? Also falls ihr Verdi mögt oder überhaupt da ein bisschen, also Verdi ist wirklich ein interessanter Mann, gefällt mir. Ich habe mir jetzt auch noch eine Biografie über ihn geholt. Ma hat sie mir abgeknöpft, das war meine Biografie, und sie hat sie sich nach dem Buch gleich reingezogen. Genau, ich habe sie aus Sinas Bücherregal geholt und habe sie in meins reingestopft. Ja, er hat ja auch so ganz helle, wache Augen, das mag ich ja immer, wenn Menschen so wirklich, wenn man sieht, da ist wirklich Intelligenz auch dahinter. Obwohl er auch schon so alt war, war er doch. Ja. Und sind wir ehrlich, er war ein komischer Kauz. Genau, und das zieht ja immer bei mir. Er war lieber im Schweinestall, als dass er komponierte. Und er hat auch, glaube ich, steht das nicht sogar vorne drin, dass er gleich bei diesem Text, dass er, worum es geht, dass er sich umbringen wollte, dass er angedroht hat, sich zu erschießen, wenn sie nicht einziehen dürfte oder so. Nee, bei dem Text, worum es geht in dem Buch. Ja, was er wirklich gemacht hat, man weiß kaum was über Verdis Leben. Ja, also auf alle Fälle, guckt euch das an, es ist gut geschrieben, es hat ein bisschen Zündstoff, man kann vielleicht auch diese Künstlerseele danach ein bisschen besser verstehen. Danach hat Mahn nochmal reingelesen in die vier Farben von Lea Singer, aber das waren ihr zu viele Künstler, die sie nicht kannte, das hat sie restlos überfordert. Also da muss ich mir erst noch ein bisschen Wissen anhamstern. Ja, der März startete mit, ich gebe zu, es ist ein hässliches Cover, es gibt es jetzt wesentlich schöner, von Graham Greene, Die Reisen mit meiner Tante. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Es ist die Geschichte eines pensionierten Bankangestellten, der, seine Mutter ist jetzt auch gestorben, und seine Tante nimmt zu ihm Kontakt auf. Tante Augusta. Und Tante Augusta schafft es, also sein Leben gründlich durchzurütteln, in den Shaker zu schmeißen, und es wird für ihn turbulent. Er muss wirklich so das eine oder andere Abenteuer, und es ist nicht immer ganz legal, muss er mit ihr bestehen. Sie hat eine Affäre, obwohl sie ja schon so alt ist, mit einem farbigen, das war falsch, ne? Ich muss Schwarzen sagen. Bin ich wieder politisch unkorrekt? Nein, politisch korrekt, wie heißt es richtig, aber wie man mir gesagt hat, lieber schwarz als farbig, man ist ja nicht regenbogenfarben, ne? Egal wie, auf alle Fälle hat sie den, und ja, und der taucht auch immer wieder im Verlauf des Buches auf. Es hat, das Ende fand ich ein bisschen okay, ein bisschen ungewöhnlich, aber wer so skurrile Geschichten mag, der ist mit Sicherheit hier mit dem Buch von Graham Greene nicht an der falschesten Adresse. Ja, und jetzt kommt ein Buch, das ich natürlich super toll fand, Die Borger von Mary Norton. Ja, Die Borger. Stellt euch vor, ihr wohnt in einem Haus, und in diesem Haus gibt es die Borger. Wenn irgendetwas verschwunden ist, und wir kennen das ja eigentlich alle, wir haben eine ganze Schachtel voller Sicherheitsnadeln, aber wenn man eine braucht, ist keine mehr da. Und wo ist eigentlich die eine Schachfigur geblieben? Könnte sein, dass diese Schachfigur jetzt bei den Borgern im Wohnzimmer steht als Dekogegenstand. Sie nehmen halt alles mit. Hier, ihr seht das ja, sie sitzen halt auf Zwirnrand, Zwirn, Garn,
wollen. So ist das korrekte Wort. Sie nehmen halt alles mit, was sie gebrauchen können. Sie klauen auch mal eine Kartoffel. Man muss ja von irgendwas leben. Und sie sind wirklich super, super süß. Und es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte von den Borgern. Schaut euch das mal wirklich an. Es gibt auch noch andere Borger-Bücher. Da bin ich also momentan auch mehr als interessiert dran, die noch zu holen. Und vor allen Dingen Sauerländer bringt jetzt eine raus, die sieht bildschön aus. Genau, von Sauerländer kommt jetzt wirklich ein Prachtbuch raus. Da liebäugle ich doch jetzt schon mal mit. Ja, schaut euch das mal an. Es ist ja auch verfilmt worden. Ich weiß gar nicht, wer hatte John Goodman oder... Hugh Laurie spielt, ja, glaube ich, Hugh mit. Hugh Laurie spielt auch mit. Imelda Staunton. Ja. Das werde ich mir also auch jetzt irgendwann nochmal zu Gemüte führen, weil ich die Geschichte wirklich super süß finde und die anderen Bücher, die werde ich mir auch irgendwann nochmal zulegen. Dann habe ich gelesen von Mora Prunty in Liebe, deine Tessa. Das war ein Buch, das hat mich auch ein wenig beschäftigt. Tessa ist so ein bisschen in einer Midlife-Crisis. Sie heiratet kurz entschlossen jemanden, den sie nicht wirklich liebt. Und es dauert auch nicht lange, Flitterwochen vielleicht mal gerade abgezogen, da merkt sie, das war vielleicht nicht die beste Idee, die ich da hatte. Wo sie doch eigentlich immer so eine Ehe haben wollte, wie ihre Großmutter mit, ja, wie die Ehe ihrer Großmutter halt, die in Irland lebte. Aber sie bekommt dann Tagebücher in die Hand und die Tagebücher helfen ihr dann doch sehr, ihr Leben auch besser zu verstehen und ein bisschen zu differenzieren zwischen Verliebtheit und Liebe. Ob sie ihre Ehe dadurch rumreißt, wie immer, ich weiß von nichts, mein Name ist Hase. Aber es war wirklich ein sehr schönes Buch, hat mich sehr beschäftigt und fand ich wirklich gut. Ich habe es also auch gleich meiner Freundin erfolgreich aufs Auge gedrückt. Ja, ein Buch, das mich absolut beschäftigt, wütend gemacht hat, Emotionen geweckt. Ma hat geflucht, Ma hat immer wieder darüber reden müssen. Also das war so ein Buch, wo sie echt Redebedarf hatte und wenn sie mich nicht an die Angel gekriegt hat, dann musste irgendeine Freundin dran glauben. Aber sie hat geredet und geredet und geredet und sie gewütet und sich aufgeregt über dieses Buch. Ja. Und jetzt seid ihr gespannt, was es ist. Es ist von Stephen King, Carrie. Den Film habe ich nicht gesehen. Das ist auch mein erster King, der allererste. Ich habe gesagt, das geht nicht. Wenn man sich für Bücher interessiert, sollte man vielleicht auch mal einen King gelesen haben. Und ich hatte mir Carrie rausgesucht. So, aber Carrie hat mich aufgeregt ohne Ende. Ma hatte mega viel Mitgefühl für Carrie. Weil Carrie tat mir wirklich leid. Sie wird gemobbt. Sie ist so das typische Mobbing-Opfer. Sie hat es zu Hause nicht leicht. Ihre Mutter ist eine religiöse Fanatikerin. Irgendwie von so einer Christengruppe, die es wirklich mehr als ernst nehmen, die den ganzen Tag nur betet. Sie quält ihre Tochter, sie demütigt sie, sie sperrt sie stundenlang ein. Es geht eigentlich nur um Beten zu Hause und dass die Strafe irgendwo kommen wird. Und dieses Mädchen wird wirklich so zutiefst gedemütigt in der Schule und irgendwann erwachen ihre magischen Kräfte und dann rechnet sie mit dieser Stadt ab. Und da muss ich wirklich sagen, ich kann das Mädchen verstehen. Ja. So, dann habe ich gelesen von W. Somerset Maugham, Der Magier. Ich habe sie darauf angesetzt, weil ich einen Bericht gehört habe über Aleister Crowley. Genau, und Aleister Crowley soll zumindest ein wenig damit hineinspielen. Er soll so ein bisschen die Vorlage gewesen sein für Oliver Haddo. Das ist hier halt Der Magier. Also Somerset Maugham hat aber gesagt, das ist nicht 1:1 so. Er hat sich halt ein wenig von ihm inspirieren lassen. Mich hat das Buch so ein bisschen erinnert an Dracula. Es ist ja auch so, dass auch hier eine Frau in den Bann eines Mannes gerät und da nicht wieder rauskommt. Ich meine, lese ja schon mal ganz gerne ein bisschen dunkler, als Sina das sowieso tut, aber... Im Moment so mehr so auf dem Nora Roberts. Also keine Ahnung, aber so ein paar Albträume hat es mir dann schon beschert. Und ich habe erstmal gesagt, okay, jetzt erstmal lieber wieder was ganz anderes. Also Horror jetzt erstmal genug. So, Horror genug.
Und dann kommen wir zum Fluch des Tigers. 3 Bücher hatte ich ja schon gelesen von dem Fluch des Tigers, von diesen indischen Prinzen, die in Tiger verwandelt wurden. Ich habe jetzt Band 4 gelesen, allerdings nicht in diesem super wunderschönen Aufmachung, sondern ich habe es auf dem Tolino gelesen. Ich werde mir aber mit Sicherheit den Prachtband irgendwann da noch mit hinstellen müssen, weil ich ihn so schön finde. Du mochtest das Buch nicht? Nein, das habe ich so nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, für mich ist jetzt, es soll ja noch ein 5. Band kommen, für mich ist die Geschichte jetzt wirklich abgeschlossen. Also ich werde garantiert, mag er noch so schön aussehen, den 5. Band nicht mehr lesen. Da werde ich jetzt konsequent sein und ich kriege da bestimmt auch Schützenhilfe von Sina, falls ich dann wieder jammer, den muss ich jetzt auch noch haben. Ja, ich frage mich schon, warum du den 4. haben willst. Ja, weil... Der Vollständigkeit halber wahrscheinlich. Genau, so ist das. Weil man war ihn wirklich nicht begeistert. Sie tut sich immer schwer darüber, ein Buch mal nicht zu mögen. Aber da warst du wirklich nicht begeistert von. Du hast doch echt gesagt, so okay, die logischen Fehler nehmen zu und zu und zu. Und ja, und irgendwann ist es auch mal gut mit diesem Hin und Her und Her und Hin. Und für mich hat es jetzt einen Abschluss. Für mich hat sich das jetzt erledigt. Ich würde das jetzt nicht nochmal ertragen im 5. Band, dass da wieder hin und her ist. So, das nächste Buch, das ich gelesen habe, waren, ich muss da jetzt nachgucken, ich fühle mich immer so nackt, wenn ich kein Buch in der Hand habe, Die Buchspringer von Mechthild Gläser. Das Buch, das blenden wir jetzt ein, wir probieren es zumindest. Wir probieren es, wenn es nicht funktioniert, tut uns dann leid, aber es sind halt die Buchspringer. Von der Idee fand ich das Buch wirklich super gut. Stellt euch vor, ihr könntet in ein Buch reinspringen, so nach Belieben, fand ich mega gut. So ist es auch nicht schlecht geschrieben, nur was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Charaktere so verfälscht wurden. Wenn ich in ein Buch springe und ich treffe Shere Khan, dann nehme ich eins, meine Beine in die Hände und laufe so schnell es geht, möglichst mit dem Feuerzeug, dass ich so hinter mich halte, damit er mich nicht angreift. Aber hier ist er auf einmal... Ja, der Streicheltiger, naja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber er ist jetzt wirklich ein guter Freund, der mit Rat und Tat halt zur Seite steht und das passt einfach nicht, tut mir leid. Irgendwo ist da eine Grenze. Shere Khan ist ja nun mal derjenige, der Menschen hasst. Und wer das Dschungelbuch gesehen hat, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber wenn man es gesehen hat, weiß man, dass er Mowgli, da wird er nicht bis 3 zählen. Oder doch vielleicht, um ihn noch ein bisschen laufen zu sehen. Aber letztendlich würde er ihn nicht laufen lassen. Anmerkung von mir dazu ist, Ma hatte mir das von erzählt, worum es geht und die Handlung und so weiter. Und sie war auch eigentlich noch recht gut zufrieden. Und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, hör auf, mir davon zu erzählen, du machst mich nur wütend. Also für mich wäre das so ein Buch gewesen, wo ich echt die Pestpickel gekriegt hätte vor Wut. Also was mich auch wirklich, das fand ich einfach auch nur albern. Okay, ich fand die Idee, so einen Kommunikationspunkt da zu haben, wo diese Charaktere sich da auch treffen, wenn die Show eben gelaufen ist, okay. Aber dass man da Satzzeichen kaufen kann, was sollen die damit? Also das, es ist doch nicht so, dass Shere Khan sich jetzt ein Ausrufungszeichen über den Kopf hängt oder so. das fand ich, oder einen Punkt auf die Nase setzt oder was auch immer, das fand ich schon ein bisschen albern. Sie hängt auch unheimlich viel mit Werther zusammen und okay, ich würde es aber nichtsdestotrotz würde ich es vielleicht jemanden geben, der so 10 Jahre alt ist oder so, einfach um die Neugier zu wecken auf die Klassiker. Aber ich finde es einfach schade. Jetzt ganz ehrlich, die Idee ist brillant, aber ich finde, es ist ein bisschen versemmelt. Es ist halt so, wenn ihr mit solchen hohen Erwartungen rangehen würdet, und ich würde da mit hohen Erwartungen rangehen, weil das Thema einfach geil ist. Welche Autorin träumt nicht davon, so etwas schreiben zu können? So, und dann nimmt jemand sich dieser Sache an und dann versemmelt er es. Und das ist dann so Sachen, wo ich echt einen Wutpickel kriege. Also mit versemmelt meine ich jetzt ganz einfach so, dass die Charaktere eben nicht mehr so sind, wie sie halt in den Büchern sind. Mich hat das auch komischerweise, oder wir hatten, glaube ich, fast zeitgleich oder so Austin Land gesehen, ist ja auch so in der Art... Man kann einen Charakter nicht einfach nehmen aus irgendeinem Buch und ihn dann absolut verbiegen. Ist jedenfalls meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es schade, weil alles, was Kinder und Jugendliche ans Lesen ranbringt, bin ich sofort dabei.
Außerdem sind, ja, sind die Protagonisten, so kam es zumindest mir, ich habe es jetzt von ein paar Seiten gehört, ein paar Leute haben das gelesen und letztlich war keiner davon wirklich begeistert. Ja. Und es war halt jetzt wirklich auch so ein bisschen die Enttäuschung da, weil die Romanfiguren halt zu Schauspielern abklassifiziert, ja, wurden. Das ist eben das Problem. Und halt viele logische Fehler drin, ne? Ja, und ich meine, auf der einen Seite gibt es da x Sherlock Holmes, die durch die verschiedenen Bücher durchtackern. Ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber die sitzen da nicht alle dann da und trinken da ihren Kaffee oder was auch immer. Egal, jedenfalls abgesehen von diesen logischen Fehlern hätte das Buch wirklich, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, aber jetzt ein Buch, hinter dem ich hundertprozentig stehe, das ich euch wirklich ans Herz legen kann. Ich habe es jetzt auch jedem, der es wollte oder nicht wollte, versucht schmackhaft zu machen. Die angebissen haben, haben auch wirklich die Rückmeldung gegeben, wirklich ein Top-Buch. Und zwar die Rede ist von Maike Winnemuth, Das große Los. Diese Frau hat bei Günther Jauch 500.000 Euro gewonnen, hat sich gesagt spontan, ich reise damit um die Welt. Gut, das war so ihr erster Impuls. Sie hat das auch wirklich wahrgemacht. Sie ist 12 Monate lang um den Globus gejettet, aber sie hat sich dabei Zeit genommen. Und zwar hat sie sich 12 Städte ausgesucht und in diesen Städten ist sie jeweils einen Monat geblieben. Fand ich eine mega Idee. Andererseits habe ich gedacht, gleich beim ersten Satz, okay, eine Journalistin, die auch noch sagt, okay, eigentlich hätte ich das auch so machen können. Aber ich bin ihr wirklich dankbar und ich finde es toll, dass gerade sie das gewonnen hat, weil sie hat uns davon berichtet. Ihr bekommt dazu aber nochmal eine Einzelübersicht und ja, das war gerade die Chipkarte und jetzt sind wir auch direkt, das hat gut gepasst, direkt im April gelandet. Ja, April macht, was er will. Ich habe jedenfalls angefangen mit Violets wundervoller Vintage Shop. Den habe ich auch hier auf unserem Tolino gelesen. Ein Roman um einen Vintage-Shop und um drei Frauen, die alle so ihre Probleme haben. In diesen wunderschönen Vintage-Shop kommt eine junge Frau reingeschneit, April. Sie hat vor ein paar Wochen ein Brautkleid gekauft und sie will es wieder zurückbringen. Tja, das ist der Anfang einer Freundschaft. Und es geht nochmal. Okay. Ja, der ja, jetzt gerade war die Chipkarte voll und wir starten jetzt, der Bruch war korrekt, genau, passend. Wir starten jetzt im April und das ging los bei mir mit Violets wundervoller Vintage Shop von Anna Susan Gloss. Ja, es geht um ganz viel Mode, es geht um einen Vintage-Shop und um April, ein junges Mädchen, das in diesem Vintage-Shop ein Brautkleid gekauft hat und das jetzt versucht, wieder zurückzugeben. Violet selber hat auch eine ziemlich schwierige Ehe hinter sich und da kommt dann auch noch eine dritte Frau ins Spiel und zwar eine Inderin, die ist schon etwas älter, aber die kommt jetzt mit ihren schönen Saris und so weiter und möchte die gerne verkaufen. Auch diese Frau hat eine Geschichte zu erzählen. Ja, wer sich ein bisschen für Mode, für Vintage und so weiter begeistern kann, der wird dieses Buch mit Sicherheit lieben. Ein Hund gibt es auch, obwohl die Autorin den manchmal ein bisschen vergisst oder seine Bedürfnisse, aber egal, da gucken wir doch mal drüber weg. So, das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Stich ins Wespennest. Und jetzt stehe ich auf dem Schlauch, ich weiß nicht, von wem es ist. Es ist jetzt leider so unleserlich gedruckt, dass ich es nicht lesen kann. Stevenson oder so? Irgendwas? Ja, genau, Stevenson. Und zwar, ach, Sina, wenn ich dich nicht hätte. Und den Hund, der jetzt von mir irgendwas will, was ich gerade nicht habe. Sie ist verwandt auch mit Robert L. Stevenson, zu dem kommen wir heute auch nochmal. Sie hat jedenfalls einen super schönen Roman geschrieben über eine Autorin, wider Willen. Der jungen Dame ist nämlich das Geld ausgegeben und was soll sie machen? Sie sagt sich, okay, ich schreibe. Sie weiß eigentlich nicht, worüber sie schreiben soll. Und dann guckt sie sich so ein bisschen um und denkt, ach, dieses Dorf ist eigentlich eine Fundgrube. So, und dann schreibt sie ganz lustig die Geschichten aus dem Dorf auf.
gibt den Leuten zwar einen anderen Namen, aber jetzt ganz ehrlich, wer es gelesen hat, weiß, wer wer ist. Das kommt auch sehr schnell raus, zu ihrem Glück nicht, wer die Autorin ist, aber dass dieses Dorf also, ja, dass da ein Maulwurf im Dorf ist. Die Leute sind nicht besonders begeistert, sich in dem Buch wiederzufinden. Sie hat ja auch manchmal ihrer Fantasie so ein bisschen Flügel verliehen und das Dorf macht nachher letztendlich Jagd auf die unbekannte Autorin. Ja, wie sie sich da aus der Affäre zieht, ich fand es eigentlich sehr, sehr komisch. Mir hat es gut gefallen, vielleicht gefällt es euch ja auch. Aber nicht jeder ist ja so, dass er den Blick in den Spiegel ganz schrecklich fand, ne? Nein, manchen hat es dann ja auch gut gefallen und das hat ja auch wirklich auch ein paar angenehme Wendungen im Leben dann ja auch bewirkt. Also es war ja nicht so, dass sie bösartig geschrieben hat. So, dann haben wir von Eva Stachniak Der Winterpalast und das ist eine Geschichte, die sich um Katharina die Große rankt. Es ist der erste Teil, es gibt davon jetzt schon einen zweiten, ich weiß nicht, ob es auch einen dritten mittlerweile davon gibt. Es ist halt die Zeit, wo Katharina die Große an den Hof in Russland kommt. Begleitet wird sie von, oh Gott, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Barbara oder so? Varvara hieß sie mal, sie bekommt dann aber ganz schnell einen anderen Namen verpasst. Verzeiht es mir, ich weiß es jetzt nicht mehr. Jedenfalls, dieses junge Mädchen wird ausgebildet als Spionin, als Agentin. Sie lauscht an den Türen, sie guckt durch versteckte Gucklöcher, sie weiß ganz genau, was wer im Palast macht. Aber es ist ja immer ein etwas gefährliches Spiel, wenn sich Normalsterbliche mit den gekrönten Häuptern einlassen und man in dieses Getriebe der Politik reinrutscht. Die Erfahrung muss sie halt auch machen. War sehr gut geschrieben, hat mir gut gefallen. Ich fand das Ende jetzt aber nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen. Aber den Schreibstil hat sie so gerne gemocht, ja, dass sie mir immer mal zwischendurch ein paar Zeilen rübergereicht hat, weil sie meinte, das müsste ich jetzt auch lesen, weil es also sehr schöne Formulierungen hatte. Also es hat hatte. Sich wirklich gut weggelesen, aber wie gesagt, den zweiten Teil ist es ihr, oder ich habe jetzt im Moment einfach noch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt bei muss. Ich weiß nur, dass mich am Ende irgendwie ein bisschen was gestört hat, dass ich gesagt habe, ach, muss ich das jetzt weiterlesen? Ich weiß es noch nicht. Kann sein, dass ihr nächsten Monat oder so hört, hallo, ich habe den zweiten Teil gelesen. Aber im Moment ist mein Bedarf gerade gedeckt. Tja, und dann bin ich zu Büchern gekommen, die ihr garantiert alle entweder verteufelt, verflucht oder in den Himmel lobt. Aber ganz ungerührt und kalt gelassen haben sie wahrscheinlich niemanden. Ich habe gesagt, Ilona, es wird Zeit. Du kannst nicht ignorant sein, du musst wenigstens mitreden können. Instagram war schuld, weil jeder irgendwas über 50 Shades geschrieben hat. Oh, danke, dass du dieses Geheimnis gerade gesagt hast. Ja, es liegt da doch schon. Ja, natürlich, aber das sieht man doch nicht. Doch, natürlich. Dass es dick ist. Nein, man hat doch das Cover gesehen. Gut, dann habe ich die Spannung jetzt umsonst aufgebaut, sei es drum. Also, E.L. James, Shades of Grey, Geheimnis verlangen. So, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe danach Teil 2 gelesen und ich habe danach mir auch noch gleich Teil 3 gegönnt. Stellvertretend für alle drei steht jetzt dieses hier. Ma hat sie auf dem E-Reader gelesen, weil sie dann leichter sind. Genau. Und ich bin ehrlich, so schön, dass Pfirsichmäßige hier vorne ist, ich fasse es nun mal nicht so super gerne an. Ma hat da wirklich Probleme mit, wenn sich was nicht gut anfühlt. Ja, alle werden sagen, oh, es ist streichelzart und sanft wie ein Pfirsich, aber ich sage, es fühlt sich nicht wie ein Buch an. Es fühlt sich für mich nicht wie ein Buch an und es ist nicht meins. So, ich muss jetzt ganz klar sagen, falls euch meine Meinung jetzt interessiert, sonst würdet ihr da ja wahrscheinlich nicht sitzen, sondern spult einfach vor. Man kann darüber sagen, was man will. Es ist erstens keine Mogelpackung, zweitens, es ist gut geschrieben. Letztendlich habe ich mich bestens unterhalten gefühlt. Naja, gut geschrieben ist noch was anderes. Es ist aber so, dass man nicht von weg will. Genau. Fertig, Ende aus. Es hat Suchtpotenzial. So, gut. Sagen wir jetzt nicht, es ist das schöne Formulierungsbuch, wo Mar gesagt hat, du musst dir anhören, wie schön das formuliert ist. Nein, dafür sind da andere Qualitäten aufgeführt. So, okay. Ich weiß, die innere Göttin haben viele bemängelt, dass Kauen auf der Lippe fanden viele zu viel. Mir ging ein bisschen der postkoitale
Haarwuchsschnitt liegen der Haare irgendwie ein bisschen auf den Geist. Aber letztendlich hat sie ihre Sache wirklich großartig gemacht und ich muss sagen, dass dieses Buch sich verkauft hat wie warme Semmeln, muss ich euch nicht erzählen, mir nicht, zu Recht. Gut, Band 3 muss ich sagen, ich halte es einfach nicht für glaubhaft, dass sich Christian so weit darunter schraubt. Er wird immer diese Ader behalten, aber meiner, nicht meiner Erfahrung, nein, danke, aber erfahrungsgemäß ist es doch so, wenn ihr irgendwo eine Grenze überschritten habt, ist es doch meistens nicht so, dass ihr weniger wollt. Und ich glaube einfach nicht, dass er da wirklich sich so weit runter drosseln kann. Aber sei es drum, Ente gut, alles gut. Ich bräuchte jetzt aus seiner Sicht das garantiert nicht nochmal. Fand das aber nett von ihr, dass sie halt hinten auch das so nochmal aus seiner Sicht nochmal so ein bisschen geschrieben hat. Wir wissen alle, da erwartet uns demnächst überhaupt nochmal 3 solcher Bücher aus seiner Sicht. Okay, aber ich weiß nicht, was das Gehetze und Geläster über das Buch soll. Okay, sie hat eine innere Göttin. Andere haben was anderes. Sie kauen nun mal gerne auf der Lippe rum, wenn sie es beide erotisch finden, sei es drum. Die postkoitalen Haare seien ihr auch noch verziehen. Aber letztendlich hat sie es spannend gemacht. Es ist gut zu lesen. Es hat Suchtfaktor, wie du so schön gesagt hast. Es ist so ein bisschen wie Schokolade. Man weiß, man soll es nicht, aber man tut es trotzdem. Ich kann da nichts Nachteiliges jetzt drüber sagen. Ein viertes Buch bräuchte ich jetzt nicht mehr. Damit hat es sich wirklich gegessen. Bei mir ist es ja bei Band 1 geblieben. Bei dir ist es bei Band 1 geblieben. Band 2 fand ich also wirklich noch wirklich sehr gut, aber Band 3, okay, nicht mehr ganz so toll und flockig, aber egal, das ist eben Ansichtssache. So, jetzt kommt natürlich das Kontrastprogramm. Wir wären dann bei der Schatzinsel. Robert L. Stevenson. Joho, joho. Joho, joho, ne Bude vor Grum. Ich habe die Schatzinsel irgendwann mal mit 10, 12 Jahren gesehen, kann mich da wirklich nicht dran erinnern, hatte auch nicht so den riesen Eindruck auf mich gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, wird mal Zeit, ein Klassiker zwischendurch kann nicht schaden. Gerade nach den Erlebnissen mit Christian Grey solltest du auch mal zu sowas greifen mal wieder. Ich hatte es aber schon ganz lange im Auge, ich war schon ein Projekt, was ich schon länger angepeilt habe. Es ist wirklich spannend, ich kann mir gut vorstellen, dass man dieses Buch abends auch mal unter der Bettdecke lesen würde, gerne. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich es nicht als Jugendliche gelesen habe oder als Kind hätte ich es bestimmt noch wesentlich prickelnder gefunden. Aber es ist gute Literatur und nicht umsonst bis jetzt unvergessen und immer noch wieder gern gelesen. Ja, der Mai ist ein bisschen mager, da habe ich euch jetzt nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe gelesen von Dan Millman, Der Pfad des friedvollen Kriegers. Es ist ja auch verfilmt worden, soweit ich weiß. Es ist halt ein Buch, das Lebensweisheit weitergibt. Ihr seht, es ist auch reichlich gespickt. Trotz Lesetagebuch. Trotz Lesetagebuch, einfach damit ich die Stellen auch schnell finde. Es ist halt sehr auf Sport ausgelegt. Ich bin ja nicht die sportlichste einer, das muss ich dazu sagen. Mit dem Hund spazieren gehen, ein bisschen Yoga, ein bisschen Bewegung, okay, aber Turnen habe ich gehasst wie die Pestilenz. Also von daher, aber es sind ganz gute Ansätze da. Manchmal war es mir ein bisschen sehr abgedriftet, also da fehlte mir dann so ein bisschen, ja, ich habe es dann doch ein bisschen realitätsnäher gerne. Aber es ist mit Sicherheit ein Buch, das Hoffnung gibt, das sagt, wenn du an dir arbeitest, kann sich das lohnen, das auch auf Ernährung eingeht, darauf, was ist Glück, wenn ich es nicht in mir finde, wo soll ich es dann finden. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht möchtet ihr euch mal den Film angucken. Wie gesagt, ich bin nun mal nicht besonders sportlich, da hapert es bei mir und okay, muss jeder wissen, gucken, keine Ahnung. Ich hatte es ja damals angefangen, irgendwann merkte ich, dass ich genug habe für den Zeitpunkt. Ja, und ein wirklich schönes Buch, das mir Freude gemacht hat zu lesen, war Liebe kommt auf sanften Pfoten von Lucy Dillon. Normalerweise mache ich ja um Bücher, wo ein Hund vorne drauf ist oder wo es um Hunde geht, eigentlich recht gern einen Bogen.
weil meistens passiert den Hunden irgendwas Schreckliches oder sie sterben zum Schluss und dann hänge ich hier in der Eieruhr und heule mir die Augen aus dem Kopf. Von daher, ich habe es jetzt einfach mal gewagt. Es geht um die junge Witwe Juliet. Ihr Mann ist kürzlich verstorben. Er war noch sehr jung, ich weiß nicht, kurz knapp über 30, also unverhofft. Er hatte einen Herzinfarkt und sie steht da jetzt in einem Haus, das nicht renoviert ist, wo noch nicht mal eine Dusche richtig eingebaut ist, was sie mit ihm Stück für Stück renovieren wollte, und es ist schwierig, sie wieder ins Leben zu locken. Ihre Mutter macht das aber ganz geschickt. Sie hat auch noch einen Hund und mit dem geht sie aber nur noch nachts Gassi, aber ihre Mutter schafft das, dass sie irgendwann mit einer kleinen Meute unterwegs ist. Aber dazu bekommt ihr noch eine Einzelrezension, und obwohl es um das Thema Trauer geht, finde ich, ist es wirklich ein sehr schönes Buch. Es ist halt auch ein Buch über Freundschaft, über Familie, wie Familie sein sollte. Auch wenn die Schwestern sich anfangs nicht so nahestehen. Aber man merkt, da ist halt was. Da sind Bande. Und mir hat es wirklich gut gefallen. Es ist ein tolles Buch. Ja, und dann habe ich noch gelesen von Anne Girard, Madame Picasso. Picasso, ganz klar. Wer Picasso nicht kennt, dem kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Es geht um die Zeit, wo er gerade bekannt wird, als wo er sich wirklich durchsetzt, wo er mit dem Kubismus anfängt. Er ist in einer Beziehung mit Fernandez. Sie nennt sich Madame Picasso, und dann läuft ihm hinter den Kulissen des Moulin Rouge läuft ihm Eva über den Weg. Sie ist da als Näherin, er verliebt sich absolut in diese Frau und sie sich in ihn. Ja, und sie kommen sich näher. Was soll ich sagen? Picasso hatte ja nur einen Hinkefuß, er konnte ja nun gar nicht mit Krankheit umgehen und mit Tod, und das war für ihn alles ein fürchterliches Schreckensthema. Ja, aber wie, das ist halt auch noch ein Punkt, der dann irgendwann in dem Buch eine Bedeutung hat. Es ist halt auch die Geschichte von, wenn man in einer festen Clique ist, und das sind Künstler dann ja in der Regel, eine Szene, die sich halt gebildet hat, und da kommt auf einmal eine neue Frau rein, ist das nicht leicht für alle Beteiligten, und vor allen Dingen weiß man ja, was man hat, und die neue wird dann erst ein bisschen komisch angeguckt. Mir war gar nicht klar, dass Picasso auch, und ich, vielleicht kann ich euch damit reizen, Picasso hatte auch ein wenig etwas zu tun mit dem Raub der Mona Lisa damals. Wie viel, sage ich euch jetzt nicht, so gemeint bin ich. Ich muss euch doch ein bisschen neugierig machen, vielleicht auch mal in so ein Buch reinzuschnuppern. War jedenfalls sehr gut geschrieben, hat mir gut gefallen, aber das war's. 3 Bücher im Mai. Mehr war leider nicht drin. Nächsten Monat hoffe ich, wird es wieder ein bisschen mehr. Ich bin guten Mutes. Interessante Bücher gibt es ja nicht wie Sand am Meer, aber da gibt es schon ein paar. Ich entlasse euch jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei diesem Monatsmarathon. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.